Guten Morgen. Boah, mir ist so kalt. Es ist noch voll früh. Ich sehe richtig fertig aus. Ich habe das Gefühl, meine Augen sind noch nicht angeschwollen. Bäh. Gleich erstmal Fettconcealer. Timmy ist gerade auf dem Sprung. Der fährt jetzt gleich schon zur Arbeit. Ich weiß immer noch nicht so ganz genau, wie ich nach Düsseldorf komme. Ich habe es gestern schon angekündigt, dass ich heute wieder für einen Job in Düsseldorf bin. Jetzt ist gerade unklar, wie ich dorthin komme. Weil mit der Bahn brauche ich tatsächlich 1,5 Stunden bis nach Düsseldorf, obwohl man mit dem Auto in 25 Minuten da ist. Und es ist ein richtiges Scheißwetter draußen. Und 1,5 Stunden jetzt durch den Regen, bin ich eigentlich nicht so Lust drauf. Also vielleicht nehme ich mir auch einen Mietwagen oder so. Mal gucken. Also hier so Car2Go oder sowas. Ich glaube, das wird dann ein bisschen entspannter. Ich muss jetzt gleich noch meine Sachen packen. Ich muss nämlich ein paar Shirts mitbringen, also so normale T-Shirts in so Nude-Farben, rosa, weiß und grau. Das muss ich jetzt noch einpacken. Hallo. Hallo. Zum Beispiel hier habe ich schon eins sehr ordentlich reingeräumt. Ich bin nämlich jetzt gleich bei Maybelline nochmal. Ich war letzte Woche schon mal da für Glossy Talk Dreh mit Mrs. Bella. Heute bin ich mit Nitastic, glaube ich. Und mit, wie heißt die nochmal, Schatz? Weißt du das? Die kennt auch der Niki. Ich gucke gleich nochmal nach, dann sage ich euch Bescheid. Genau, also mit den zwei Mädels drehe ich auf jeden Fall für dieses Fit Me Make-up. Also die haben ja so eine Make-up-Reihe und dafür drehen wir so kurze Werbespots und machen so ein paar Fotos, also Fotoshooting und sowas. Da werden wir gleich dann noch fertig gemacht und geschminkt. Das heißt, ich muss mich jetzt gar nicht so sehr fertig machen. Aber ihr kennt mich, Augenringe werden trotzdem abgedeckt. Ah, perfekt, hier haben wir noch ein graues. Dann brauche ich jetzt noch ein weißes. Okay, Leute, ich suche mich hier mal durch und melde mich dann gleich nochmal, wenn ich duschen war und wenn ich das alles erledigt habe. Make-up ist fertig. Ich glaube, das war das schnellste Make-up, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich habe, glaube ich, nur 3 Minuten oder so gebraucht. Aber ja, Augenringe sind abgedeckt, Augenbrauen sind gemalt. Hauptsache, die erkennen mich gleich beim Dreh wieder. Lassen mich nicht erst den Ausweis vorzeigen oder so, weil die denken, wer zur Hölle bist du? Nein, Quatsch, alles gut. Dann musste ich mir jetzt noch was ausdrucken. Und zwar ist das hier der Ablaufplan, wie es gleich vonstatten geht. Und von jedem Influencer, also wir sind 3 Influencer, wird ein Vorher-Nachher-Porträt frontal gemacht. Okay, ich denke mal vor Make-up und nachdem man Make-up aufgetragen hat. Alle 3 Influencer werden mit einem fragenden Gesichtsausdruck mit 15 Nuancen in der Hand abgelichtet. Bei ihrer perfekten Nuance wandelt sich der Ausdruck zu freudig entschlossen. Okay, also ich denke mal, da müssten wir erst da so sitzen, so. Welches könnte jetzt für mich die passende Nuance sein? Und sobald wir die gefunden haben, dann, yay, du hast sie gefunden. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kann sowas. Naja, wir haben hier 4 Stunden Zeit dafür. Es wird schon klappen. Ja, ich finde so Fotoshootings und so, da bin ich ja generell so ein bisschen geübter. Aber ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, wenn man so Sachen sprechen muss. Weil ich bis jetzt immer nur Projekte gemacht habe, wo ich wirklich komplett nur meine eigenen Sachen spreche. Ob das jetzt hier bei Daily Cologne ist oder in meinen YouTube-Videos. Also da bin ich ja immer komplett ich und schreibe mir nichts vor oder kriegt nichts vorgeschrieben, was ich sagen soll oder so. Bei so einem Werbedreh ist es natürlich so, dass du nicht einfach sagst, ey Leute, ich finde das richtig cool, sondern die haben halt irgendwelche vorgegebenen Werbeslogans oder so, die dann gesprochen werden müssen. Bin mal gespannt, ob sowas halt auch noch auf mich zukommen wird. Aber wie gesagt, ich versuche euch auf jeden Fall so gut wie möglich mitzunehmen. Jetzt werden noch ganz schnell die Haare geföhnt. Machen muss ich sie ja zum Glück nicht. Und dann wäre ich eigentlich auch schon soweit fertig. Und startklar. So, ich bin jetzt fertig. Moment, werde jetzt losfahren. Habe ich alles zu? Weil mir dieser Kontrollzwang. Ja, es ist alles zu. So. Zack, zack. Ich werde jetzt übrigens doch mit der Bahn fahren, Leute. Ey, das war so ein Hin und Her. Oh, scheiße, mal ein Regenschirm. Ob ich mit der Bahn fahre oder mit dem Car2Go und hin und her und hin und her. Und letzten Endes habe ich jetzt gesagt, komm, scheiß drauf. Ich fahre jetzt einfach mit der Bahn, weil in diesem Car2Go, das wäre so ein bisschen kritisch gewesen. Die stehen extrem weit weg von hier und ich hätte dann bestimmt noch mal eine halbe Stunde zu Fuß hinlaufen müssen. Und deswegen fahre ich jetzt mit der Bahn. Oh mein Gott, ist gerade so laufen. Aber ich habe es geschafft. Bin jetzt in der Straßenbahn und fahre jetzt. Oh mein Gott, wie lange. Zum Dom, muss dann da umsteigen in irgendeinen Zug und dann kauft euch den richtigen erwische. Ich bin nämlich immer so ein Kandidat, der falsche Züge und Bahn nimmt. Ist auf jeden Fall sehr vorteilhaft.
Aber egal, wird schon irgendwie schief gehen. So, ihr Süßen, ich habe es geschafft. Ich bin in Düsseldorf. Jetzt gehe ich den Rest des Weges zu Fuß. Ich hoffe, dass ich noch rechtzeitig ankomme. Also hier auf meinem Navi steht, ich bin um 11.26 Uhr da und um 11.30 Uhr muss ich da sein. Also es wird eine richtig knappe Kiste. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt auf Anhieb alles finden sollte, dürfte das kein Problem sein. So, also drück mir die Daumen. Ich bin jetzt schon richtig gestresst, ey. Weil ich die ganze Zeit dachte, scheiße, ich sitze im falschen Zug. Ich sitze in der falschen Bahn. Ich finde den Weg nicht, ey. Es sieht gut aus, Leute. Nur noch 3 Minuten und ich habe 3 Minuten aufgeholt. Yay. Also ich komme nicht ganz Punkt, das wäre auch immer ein bisschen peinlich. Ich komme 6 Minuten vorher an. Nee, ist okay, auf jeden Fall. Ich hoffe dann auch, dass ich direkt den Eingang finde. Und dann geht's los. Boah, ey, das war so ein Stress. Ich brauche dringend ein Auto, Leute. Ganz, ganz dringend. So, ihr Süßen, das ist mein fertiger Look mit dieser schönen Serviette auf dem Kopf. Nein, es ist alles nur fixiert, also keine Sorge. Ich bin jetzt schon geschminkt. Sehr natürlich. Also man sieht eigentlich kaum einen Unterschied zu eben, außer dass meine Augenringe jetzt abgedeckt sind und meine ganzen Augenreinheiten. Und schaut mal, wer hier noch sitzt. Hallo. Hallo, liebe Nie. Die liebe Nie war schon dran. Wie war es bei dir? Gut. Die haben gesagt, ich war gut. Ich sag, okay, danke. Okay, das reicht mir. Ich weiß ja auch noch nie gemacht, weißt du? Ja, ich bin voll aufgeregt irgendwie. Ja, aber du kommst dir voll dumm vor, weil du musst zum Beispiel nachdenklich schauen, ob die richtige Farbe ist und die ganze Zeit so in die Kamera und dann nicht wieder weg, hoch, runter. Ja, das ist echt cool. Aber die sagen dir, was du machen musst, ja, oder? Okay, sehr gut. Ja, das wird schon. Das wird schon. So, ja, gerade ist die Aminata dran. Und wir warten jetzt hier gerade noch im Umzieh-, Styling- und Make-up-Raum. Und ja, dann geht's auch gleich für mich weiter. Aber mir wurde eben schon gesagt, dass ich wahrscheinlich erst nach der Mittagspause dran sein werde. Ach, stimmt, es gibt Essen. Ja. Gibt es eigentlich auch sowas zum Essen hier, so zwischendurch? Weißt du das? Ja, es gab Frühstück sein und so Croissants und so, aber jetzt kommt gleich Mittagessen. Ah, okay. Gibt es ja, das Frühstück noch? Nein, ja, schon. Nein. Okay, aber Mittagessen klingt auch sehr gut. Ja. Ich habe nämlich Hunger. Ich würde sagen, dann melde ich mich gleich nochmal, kurz bevor es losgeht, wenn ich nochmal die Zeit finde, aber ich denke schon. Ja, dann geht's gleich los. Ich bin voll aufgeregt, weil da drüben sind echt viele Leute und sehr, sehr viel Kamera-Equipment und Lichter und alles Mögliche. Das ist schon krass. Aber letzte Woche Glossy Talk, da hatte ich das ja auch alles schon. Also von daher, das wird schon alles. Schön, hi, grüß dich. Hi. Hallo. Welcome back. Dankeschön. Hi, grüß dich. Hallo, hallo, gut. Hallo. Jetzt fertig, jetzt werden noch ein paar Fotos gemacht. Meine Haare wurden jetzt schön aufgedreht und da ist schon das Set. Und da stelle ich mich jetzt hin. Okay, durch. Ich habe es noch nie geschafft, 16 Make-up-Flaschen auf der Hand zu halten. Und jetzt habe ich es geschafft. Wahnsinn. Ich bin durch. Yay. Boah, warst du schon dran? Nee, ne? Nee, nee, das war die hier mit dem Swatch. Ja. Genau. Boah, du musst 16 Make-up-Flaschen auf deinen Händen halten. Ich stand da so wie so versteinert. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier durch. Es gab gerade noch einen Livestream mit dem lieben Boris Entrup. Jetzt wird hier gerade zusammengepackt, aufgeräumt. Wir verabschieden uns jetzt. Und dann nimmt die liebe Nie mich zum Glück mit nach Köln zurück, weil sie trifft sich jetzt gleich mit der Sarah, hat sie mir nämlich erzählt. Mit unserer lieben Sarah. Voller Zufall. Und dann seht ihr wahrscheinlich gleich bei Sarah im Vlog nochmal die Nie. Heute nur Nie bei uns. So, ich würde jetzt sagen, ich packe auch mal zusammen, verabschiede mich. Und dann sehen wir uns später wieder. So, ihr Süßen, wir sind wieder in Köln. Und ich bin immer noch bei der Nie. Du könntest auch ein Stück nach vorne fahren. Weil dann stehst du genau an dem Strich. Ist, glaube ich, besser. Warte, ich sag dir Bescheid. Tanz noch, tanz noch. Was noch so? Okay, stopp. Ja, so ist auf jeden Fall. Ja, gut, du stehst immer noch drauf. Nein, nein, alles gut. Jetzt laufen wir gerade zum, wie heißt das? Greens? Rich and Greens? Rich and Greens. Und treffen uns dort mit der Sarah. Sarah weiß gar nicht, dass ich mitkomme, also wird das jetzt voll der Überraschungseffekt. Sag dir gleich so, was willst du denn hier, ey? Eigentlich sind wir keine Freunde, eigentlich du und sie. Weg mit dir. So, also, dann sind wir gleich da. Und dann habt ihr einen Doppelvlog. Hallo, ach, hey. Schaut mal, wer da ist. Die Anna ist auch unterm Start. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Hallöchen.
Hallo. Endlich, Alter. So, also der liebe Timmy holt mich jetzt ab. Aber die Frage ist, wo er ist. Wo ist er? Ich wette, er ist wieder falsch gefahren und hat keinen Plan, wo ich stecke. Ich habe ihn gefunden. Der steht da hinten. So, die Süßen sind jetzt dann noch weiter am Essen. Ich habe jetzt extra nichts zu essen bestellt, auch wenn ich so Hunger habe. Tim und ich wollten jetzt noch was mit einem Kumpel essen gehen. Das hatten wir schon vorher abgesprochen, bevor es überhaupt klar war, dass ich hier mit den Mädels noch kurz mitgehe. Und wir haben gerade verabredet, dass wir uns vielleicht dann später zum Shisha-Rauchen in einer Bar nochmal wieder treffen. Also vielleicht wird da was draus. Jetzt erkläre ich erstmal Tim von unseren Plänen. Der steht nämlich jetzt hier schon. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir hier sind. Wir sind zwischen Arsch der Welt. Überhaupt nicht. Deutschland. Überhaupt gar nicht. Nee, wir sind irgendwo am Arsch der Welt, Schatz. Wo fahren wir jetzt hin? Ja, wo treffen wir uns denn jetzt mit Jani? Das ist der erste Shisha, aber willst du nichts essen? Hans im Glück oder so? Kalt. Oder Piano, ist egal. So, ihr Lieben. Wir sitzen jetzt wieder im Auto. Die Sarah-Crew ist in eine andere Bar gegangen und wir sind auch in eine andere Bar gegangen. Und wir haben uns irgendwie vorher nicht mehr abgesprochen, weil wir dachten, okay, wir gehen in dieselbe Bar, voll dumm irgendwie. Und letzten Endes haben wir dann gesagt, okay, egal, machen wir nächstes Mal. Aber wir sind eh nicht lange geblieben. Also, ich werde mich gleich zu Hause erstmal umziehen, abschminken. Ich wurde heute bestimmt 10-mal nachgeschminkt und das merke ich langsam auf meinem Gesicht. Extensions raus, Dutt auf dem Kopf, Schlafanzug an und mit der geilen Kuscheldecke auf die Couch. Geil, da freue ich mich voll drauf. Oh mein Gott, Leute. Ich fühle mich wie im Himmel gerade. Seht ihr, wie müde ich bin? Boah, ich kann nicht, weil ich so aus wie eine Eule. Oh Gott, hat das Make-up sehr gut gedeckt, Leute. Also Maybelline, ihr wisst Bescheid, ne? Gutes Make-up. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Ich liege jetzt hier im gemütlichen Bett, im gemütlichsten Bett ever mit 1000 Millionen Kissen. Abgeschminkt, wie ich es euch prophezeit habe. Abgeschminkt mit Dutt und im Gammelschlafanzug und gucke Fernsehen. Boah, so geil. Ich habe erst überlegt, auf die Couch zu gehen, aber ich dachte mir so, ne, dann nochmal von der Couch ins Bett. Boah, ich bin so fertig. Ich wollte gerade auf meine Zahnbürste Seife drauf machen. Das sagt schon ziemlich eindeutig, wie fertig ich bin und dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Deswegen wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne gute Nacht. Ich werde jetzt wahrscheinlich sowieso in den nächsten 2,5 Minuten einschlafen vorm Fernseher. Und ja, meine rechte Seite ist noch leer, außer mein Mantel liegt dort. Ich hoffe, dass diese Seite irgendwann diese Nacht noch von Tim gefüllt wird, wenn der nicht vorm PC einschläft. Jetzt wünsche ich euch eine traumhafte Nacht, schlaft schön und wir sehen uns morgen wieder, ihr Süßen. Morgen wird ein Auto angeguckt. Mehr verrate ich noch nicht. Also bis morgen, ihr Süßen. Ich freue mich auf euch. Tschüss, macht's gut und bis morgen.